wird zum Ablauf. Es wird zuerst die Kleinsten der Jugendfeuerwehr einen Löschangriff vortragen. Danach werden verschiedene Vorführungen der Einsatzabteilung folgen. Danach wird die Jugendfeuerwehr, die Älteren der Jugendfeuerwehr, noch eine Übung durchführen. Und danach sehen Sie eine Übung der Einsatzabteilung in Form eines Verkehrsunfalls. Folgt für die Kleineren der Jugendfeuerwehr. Angenommen wird ein Brand. In dem Fall brennt das Häuschen nicht, aber in den Ecken brennt es jetzt. Wir haben drei Verletzte dabei. Es wird eine Wasserversorgung aufgebaut aus dem Unterflöhtrand, aus dem Trinkwassernetz. Danach wird eine Schlauchleitung hier nach vorne gelegt und mit zwei Trupps, jeweils aus zwei Mann bestehend, ein Löschangriff durchgeführt. Gleichzeitig wird ein Trupp die Verletzten retten und hier zu einem Sammelplatz bringen. An der Stelle werden sie dann auch medizinisch erst versorgt. Normalerweise kommt dann das Rote Kreuz dabei, unterstützt uns, übernimmt es weiter. Aber die Kameraden sind dann bei den nächsten Übungen von der Einsatzabteilung dabei. Also machen wir hier nur diesen ersten Teil der Rettung. Koordiniert wird das Ganze von der Gruppenführerin an der Stelle zu erkennen, mit der blauen Weste und den gelben Streifen, die den Einsatz an der Stelle koordiniert. Wenn jetzt der Verteiler vorne gesetzt ist, erfolgt das Kommando Maschinist Wassermarsch. Das bedeutet für hinten den Maschinisten, die Wasserversorgung zu öffnen und entsprechend die weiteren Aktionen einleiten zu können. Ja, die erste Person ist jetzt gerettet und im Verbandsplatz übergeben. Dort werden sich zwei Jugendliche um die erste Hilfe kümmern. In der Jugendfeuerwehr haben wir das Glück, dass wir das Material alles ein bis zwei Nummern kleiner haben wie für die aktiven Dienste, sodass wir ja auch altersgerecht arbeiten können, dass die Belastungen vom Tragen her auch entsprechend dem Alter von 10 bis 12 Jahren, wie es jetzt hier praktiziert wird, auch entsprechend funktioniert. Also was Sie hier vor uns sehen, ist ein sogenannter D-Schlauch mit einem D-Strahlrohr. Da kommen jetzt 25 Liter Wasser pro Minute raus. Das hört sich erstmal nicht viel an, das sind immerhin 2,5 Eimer, die man tragen muss pro Minute. Wenn man die hinten füllen muss, hinten laufen muss, wird man auch schnelle, lange Füße bekommen. Das Ganze machen wir jetzt zweimal, sodass wir hier mit 50 Litern pro Minute arbeiten können. So, der zweite Trupp nimmt jetzt auch seine Leitung vor. War also von der Aufgabenstellung so, dass der Wassertrupp, der jetzt vorne schon am Spritzen ist, die Leitung bis zum Verteiler aufbauen musste. Und der Schlauchtrupp, der jetzt nach vorne das Strahlrohr vornimmt, musste halt warten und den ersten Trupp die Schlauchleitung ab dem Verteiler legen. Das ist halt so geregelt in der Dienstvorschrift. Entsprechend von der Aufgabenstellung und der Angriffstrupp hat in dem Fall die wichtigste Aufgabe übernommen, nämlich erstmal die Menschenrettung. Also Menschenrettung geht immer prinzipiell vor, auch in der Jugendfeuerwehr, wobei wir halt hier das Glück haben, dass es jetzt nur ein Übungsfall ist. Und ja, aber auch das muss geübt werden. Ja, jetzt hört man sich wieder besser. Ja, wir haben jetzt zwei Angriffe, zwei Trupps im Angriff, im Löschangriff. Die Verletzten sind alle weg. Die Leitung ist aufgebaut, die Verletzten sind sogar versorgt worden mit der ersten Hilfe. Und ich denke, für die Kleinsten, die waren jetzt alle 12 Jahre und jünger, ist ein kräftigen Applaus wert. Und Sie werden jetzt sehen, welche Feuersbrunst hier in Fach wird, wenn man Wasser in brennendes Fett reinschüttet. Also Vorsicht hier nochmal. So, man kann sich ja vorstellen, wie da die Küche aussieht, wenn sowas in Brand grillt. Das ist der Vater, der wirklich... Ja, das ist der Vater.
So, in diesem Fall haben wir das Häuschen jetzt angezündet, es brennt. Wir werden die Übung insofern ein bisschen abwandeln. Die Jugendlichen werden dazu eine Wasserversorgung aufbauen, eine Saugstoffleitung. Gleichzeitig werden wir parallel gleich von der rechten Seite beginnen, auch noch einen sogenannten improvisierten Wasserwerfer einzusetzen. Die erste Gruppe bewegt sich nun jetzt zu dem hinteren gelegenen Unterflurhydranten, wird da die Wasserentnahme machen für den improvisierten Wasserwerfer. Alles Material, was sie jetzt nicht dabei haben, Seite auf, ausgehend, wie gesagt, diesen Wasserwerfer zu machen für diesen Bereich der Liegefläche. Wir haben das erste Ziel erreicht. Wir haben die Ausbreitung verhindert. Wir haben jetzt auch den Angriff der Jugendfeuerwehr entsprechend bereit vorbereitet. Das gleich an zwei Strahlen nachher.